We'll see. Hey. Je parlais français. Period. Es ist ein wunderschöner Tag und ich habe mal wieder meine Uni-Aufgaben bis zur letzten Minute prokrastiniert. Deshalb muss ich heute alles machen. But that's fine. Und danach werde ich ins Dorf fahren, weil ich muss ein bisschen Obst und Gemüse einkaufen gehen, weil ich heute eine Suppe machen wollte. Und das Wetter ist heute wunderschön, deshalb dachte ich, nehme ich mich auch mit. Okay, Leute, ich zeige euch kurz mein Outfit. Oh my god, Jack's getting naked in the background, so I won't film that. Und zwar ist es einmal dieser Overall-Einteiler von... Hallo! Ich trage diesen Overall, der ist von Mango, der ist schon älter, aber den trage ich voll gerne, vor allem wenn ich meiner Period bin, weil dann fühlt sich das alles sicher an. Darunter trage ich dieses Oberteil von Brandy. Die Tasche ist von, oh, I got this bag in Thailand, in Koh Phangan. Auf Koh Phangan habe ich die gekauft und die nehme ich auch gerne zum Einkaufen. Und dann trage ich meine Boston Birkenstocks und meine Sonnenbrille ist von Weekday. And now we're going to go and clean the car. What do you want to do in outfit of the day? My t-shirt is from Ven. You can't see any vegetables. Yeah, it's fine. I can. Yeah, it's fine. I can edit them in.
Ready? Sit. No, too early. Sit. High five. I think it's gonna rain. It's gonna storm. Aus. Ich musste Pablo eine Socke umbinden, weil. Ja, I'm talking to you. No, don't give me that. Der hat sich gestern die Pfote gestoßen und hatte dann, also es ist nichts Schlimmes passiert, aber er hat es halt die ganze Zeit abgeleckt und dadurch wird es halt viel schlimmer und deshalb muss ich da jetzt was drum machen. Irgendwie gibt es so viel zu erzählen, aber ich weiß nicht, wo ich richtig anfangen soll, weil ich so lange nicht mehr gefilmt habe und deshalb fühlt es sich komisch an, mit der Kamera zu sprechen. Film an sich fällt mir offensichtlich nicht schwer, aber mit der Kamera zu reden fällt mir irgendwie schon schwer, weil ich weiß einfach nicht, was wollt ihr hören? Was wollt ihr wissen, ha? Fragt mich. Ich würde es euch beantworten. Aber ich kann es euch nicht sagen. Also jetzt gerade kann ich es euch nicht sagen. Ja, ich mache immer noch Uni, das ist irgendwie immer die erste Frage, die kommt. Ich studiere immer noch. Im Juni bin ich endlich durch. Aber ansonsten ist momentan einfach der Fokus heilen, Zeit für mich selbst nehmen, Zeit für meine Spiritualität, protecting your energy and your surroundings und Uni. Ich bin momentan obsessed mit Feigenbrot. Schmeckt einfach wie ein Semmel. Also ein Rosinenbrot in Deutschland, aber es schmeckt so gut. Ich bin ja so ein riesiger Olivenöl-Fan. Ich mache alles, was ich esse, immer Olivenöl. Und gutes Olivenöl ist wirklich richtig, richtig gesund für euch. Und da haben wir dieses Olivenöl geholt, weil apparently Calama Olive Oil is the best for you. Right? Ja, it's the healthiest monounsaturated fats that you can eat. Period. Und für alle, die sich fragen wegen meinen Lippen, ich habe den Füller nicht auflösen lassen, ich habe einfach nicht mehr nachgefüllt seit über einem Jahr, jetzt knapp. Aber das heißt nicht, dass ich komplett natürlich bin, keine Sorge, ich habe immer noch Kinnfiller, weil mein Gesicht war davor nicht so snatched, wenn ihr alte Bilder von mir seht. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man irgendwas an sich machen lässt, es ist mir wie gesagt komplett egal. Ich will dann nur transparent mit euch sein, weil ich will nicht, dass ihr die Videos und denkt, oh mein Gott, die ist so hübsch. Because I am. Aber es ist halt auch nicht alles natürlich. Nothing wrong with that though. Vor 3 Wochen jetzt haben wir ihn chippen lassen. How's your chip working? My chip. Something's changed with me. I don't know. Something is not the same. Blame by the rules of Origami und Crocheting Era. Almost done. Wait, I think I was in the middle of saying something, but then Pablo barked and now I forgot what I was saying. So, ich hab mir kurz was Bequemes übergezogen. Ich zeige euch in diesem Vlog einfach ganz viele Dinge, die ich zurzeit liebe. Sind getrocknete Feigen, wie auch das Feigenbrot. Die sind auch gut für eure Verdauung. Ich wollte mir eigentlich Earl Grey kaufen und habe persönlich Earl Grey Rooibos gekauft. Und nachmittags trinke ich dann immer eine Tasse Earl Grey mit Honig und also Rooibos-Tee. Das ist eigentlich Rooibos mit ein bisschen Hafermilch. Ich würde es dann am Abendessen machen. Ich liebe es, Kartoffeln zu schälen. Das ist meine guilty pleasure. She's a basic girl. Kartoffeln schälen macht mich so glücklich. Ich weiß auch nicht warum, aber mich entspannt es richtig. Und hier in der Wohnung haben wir einen richtig guten Kartoffelschäler. Da habe ich gleich mal ein Foto von gemacht, damit ich mir den nachkaufen kann. Wenn ich irgendwann mal wieder auf Lager irgendwo lebe. Good? Yeah, it's all good. I feel really sensitive to this right now. Zum ersten Mal seit über 10 Jahren lebe ich für mich selber und mache, was ich machen möchte, weil ich es machen möchte, nicht weil andere es mir vielleicht so vorgeben. Ich trage, was ich möchte und nicht, weil es gerade trendy ist. Und das Allerwichtigste ist, ich habe es mir selbst gefunden. Seit nun knapp 3 Monaten habe ich kein Instagram und TikTok mehr. Ich benutze noch YouTube, weil das für mich einfach einer meiner größten Inspirationsquellen ist, um
positiver zu leben und glücklicher zu leben. Aber ich habe Ende Januar TikTok und Instagram von meinem Handy gelöscht. Ich habe ab und zu noch was gepostet, das war dann für Nudes. Dann habe ich die App kurz runtergeladen und anschließend aber sofort wieder gelöscht, weil ich einfach weiß, wie sehr man dazu verleitet ist, wieder in diesen alten Rhythmus reinzukommen. Und auch wenn Social Media an sich nichts Schlechtes ist und es auch viele gute Seiten hat, habe ich es einfach nicht richtig genutzt. Und ich habe es genutzt, um mich schlecht zu fühlen, um mich runterzufühlen und zu stagnieren. Und auch zum Beispiel meine Dopamin-Level, die waren komplett ausgelaugt. Ich hatte keinerlei Vorfreude auf Dinge. Und selbst wenn ich Dinge erlebt habe, von denen ich als Kind nur geträumt habe, ich habe mich nie richtig gefreut, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, irgendwer da draußen macht es halt besser, irgendwer da draußen hat noch mehr. Und ich war davon so eingenommen. Und auch dieses ständige auf Instagram scrollen hat einfach meine Dopamin-Level komplett ausgelaugt. Über die letzten Jahre hatte ich das Gefühl, habe ich immer mehr und mehr für Social Media gelebt. Und das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Irgendwie war da so ein Zwiespalt zwischen ich und mir selber und meinem Social Media Ich. Und irgendwie war ich nur noch mein Social Media Ich. Und das hat in der Realität aber gar nicht dem entsprochen, wer ich eigentlich sein wollte. Und ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Irgendwie hat sich mein Content verändert. Ich selber habe mich verändert in eine Richtung, in die ich mich überhaupt nicht verändern wollte. Ich habe vergessen, was mir im Leben wirklich wichtig ist und mich verloren in Dingen, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich gehöre dazu und ich passe hier rein. Ich war nicht, wer ich sein wollte, aber ich wusste halt auch nicht mehr, wer ich eigentlich bin, weil ich dachte, ich muss diesem Social Media Ich irgendwie gerecht werden oder dem Ideal entsprechen und nicht mir selbst oder wer ich eigentlich bin. Seitdem ich ein Teenager bin, bin ich der Meinung von anderen außenstehenden fremden Menschen ausgesetzt. Das hat mit YouTube angefangen und Instagram und all die anderen Social Media Plattformen, die ich dann benutzt habe. Sowas formt einen jungen Menschen oder einen jungen erwachsenen Teenager halt trotzdem enorm, egal ob man sich versucht zu Herzen zu nehmen oder nicht. Alles, was ich gemacht habe, wurde immer von tausend Leuten beurteilt, ohne dass ich das wirklich wollte, weil ich wollte eigentlich nur teilen und sein Ich sein. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, kann ich nicht mehr ich sein. Und jetzt genieße ich Momente wieder richtig und so viele kleine Momente. Ich genieße meinen Morgenkaffee, ich genieße es mit Pablo zu spielen, ich genieße es einfach barfuß durch die Straßen zu laufen und in der Natur zu sein, einfach im Moment sein und den Moment in mir aufnehmen und für die Ewigkeit in meinem Kopf behalten. Und selbst wenn ich da mal das Gefühl habe, ich möchte was teilen, dann filme ich, weil ich das machen möchte und nicht, weil ich denke, ich muss jetzt filmen. Videos drehen und bearbeiten war schon immer einer meiner größten Leidenschaften, unabhängig davon, ob das dann irgendwie zwischenzeitlich zu meinem Beruf wurde oder nicht. Aber dadurch, dass es mein Beruf wurde und ich mein Hobby zum Beruf machen durfte, habe ich gefühlt einen Dauer-Burnout gehabt und habe mich selbst einfach ständig überarbeitet und immer mehr von mir verlangt. Ich wollte immer besser sein, ich wollte immer mehr. Und jetzt habe ich endlich wieder Freude am Film und Freude am Kreieren und diese Leidenschaft, dieses Feuer habe ich wieder in mir entfacht. Und auch wenn ich momentan noch versuche, da die Balance zu finden, weil mein Leben war immer sehr in Extrem geleitet und jetzt versuche ich einfach mehr in meiner Mitte zu sein. Es ist okay, mal schlechte Tage zu haben, es ist okay, mal gute Tage zu haben, aber ich will einfach nicht mehr so in Extrem leben, weil ich war entweder immer extrem glücklich oder extrem traurig. Oder ich war super gut in meiner Karriere, aber meine Spiritualität hat drunter gelitten. Und ich versuche einfach eine Mitte zu finden, in der ich alles auf mich zukommen lasse, alles akzeptiere, aber an nichts unnötig lange festhalte. Jetzt filme ich das erste Mal seit Jahren wieder so frei, wie ich es möchte, weil ich für mich filme und nicht mehr diesen Druck habe, gefallen zu müssen oder gefallen zu wollen, sondern wer auch immer dieses Video sieht, hoffentlich gefällt es euch und wenn nicht, dann ist das auch okay. Aber im ersten Moment mache ich diese Videos für mich selber, auch wenn das irgendwie ein bisschen egoistisch klingt. Für mich war es einer der besten Entscheidungen, diesen Rücktritt von Social Media anzugehen. Ich weiß nicht, ob das für immer so bleiben wird. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass es noch eine Weile so anhalten wird, weil ich für mich persönlich Instagram und TikTok überhaupt nicht vermisse. Selbst wenn ich die App dann mal wieder kurz runtergeladen habe und was gepostet habe für Nudes, habe ich immer gemerkt, irgendwie gibt mir diese Plattform auch nichts. Ich habe so viel Zeit, ich habe wieder so viele alte Hobbys gefunden, ich lese viel mehr, ich bin viel mehr im Moment und ich habe das Gefühl, wenn ich mit Menschen rede, bin ich auch viel achtsamer und höre viel mehr zu als davor und ja. Das wollte ich mit diesem Video heute einfach nur gesagt haben.